21. Spieltag in der Fußball-Bundesliga und der Hamburger SV beherrscht weiterhin die Schlagzeilen. Seit Rückrundenstart 3 Niederlagen, alle 3 Male mit 0:3. Das Pokalaus gegen die übermächtigen Bayern war da auch keine allzu große Überraschung, wobei die 0:5-Klatsche natürlich schon klar zeigt, was beim HSV los ist. Jetzt kommt's zum Kellerduell gegen Eintracht Braunschweig, wahrscheinlich die letzte Gnadenfrist für die Verantwortlichen beim HSV. Und da gibt es zumindest aus statistischer Sicht ein Fünkchen Hoffnung, denn die spricht mit 20 Siegen doch klar für die Hamburger. Die Bayern können dagegen mit stolz geschwellter Brust auflaufen. Sie stehen nach dem Sieg über den HSV souverän im Pokal-Halbfinale. Um die Ligarekorde aufzuzählen, da reichen 2 Hände inzwischen nicht mehr aus. Sei es drum, am Samstag geht's zu Hause gegen den SC Freiburg. Die Statistik spricht eine deutliche Sprache. Gegen den Tabellen-15. sollte auch diesmal alles rundlaufen. Darauf hofft auch Mönchengladbach. Die Borussia hat eine starke Hinrunde gespielt, allerdings ging dann kurz vor der Winterpause doch die Puste aus. Zum Rückrundenstart setzte es 3 Niederlagen, die Position als direkter Bayern-, Dortmund- und Leverkusen-Verfolger erstmal verspielt. Am Wochenende reist die Borussia zu den ebenfalls stark gebeutelten Bremern und hofft endlich auf den ersten Dreier der Rückrunde. Eindrucksvoll aus der Winterpause zurückgemeldet hatte sich ja der erste FC Nürnberg. Kein einziger Sieg in der Hinrunde, dafür jetzt 3 Punkte gegen Hoffenheim und Hertha und eine vergleichsweise moderate 0:2 Niederlage gegen die Bayern. Die Fans sehen schon die Trendwende und hoffen auf eine Fortsetzung im bayerischen Derby beim FC Augsburg. Die Augsburger sind mit 2 Siegen und einem Unentschieden aus der Winterpause gekommen. Das brachte ein schönes Punktepolster und einen Platz in der oberen Tabellenhälfte. Die Augsburger, sie kratzen sogar schon ein wenig am internationalen Geschäft. Und das sind die weiteren Begegnungen des 21. Spieltags. Mainz empfängt Hannover, Dortmund trifft auf Frankfurt, Stuttgart unternimmt einen Tagesausflug zu den Hoffenheimer Nachbarn, Leverkusen empfängt Schalke und am Sonntag spielt Hertha gegen Wolfsburg.